Nimmst du das schön auf? Ja, macht Spaß. Na, danke. Ne? Ärger mich noch, ich schmeiß die Route gleich in die Ecke. Komm her, ich helfe dir sogar. Es ist ja nicht so das Schlimme, dass hier 8 Millionen Ringe dran sind. Das ist das Schlimme. Ich möchte mal wissen, warum ich mich überreden lassen habe, wenn eine Fiederroute hier so Mist. Dir, weil du die Fiederroute vielleicht geschenkt gekriegt hast? Nein. Weil deine Freunde dich vielleicht gern haben? Die ist nicht geschenkt. Ja, weil du dafür was gekocht hast. Ja, und? Na und? Alter, ich mit meinen Augen durch diese Öse, ey. Wackel doch mal nicht so. Jetzt sieht er den wieder raus. Ich bin froh, dass er drin ist. Alter, du weißt schon, dass ich mich jetzt hier voll zum Lollo mache. Hör auf. Alter, sucht euch bloß andere Freunde. Jetzt zieht er den wieder raus. Ich zieh ihn halt gerne raus. Bleib doch mal drinnen, dann klappt's auch. Nee, macht ja mehr Spaß, wenn sie rein und raus ist. Achso. Also wenn ich mir die Ringe angucke, wer kam eigentlich auf die Idee, so eine kleine Ringe? Der Herr Fieder. Ja, Fieder. Der Herr Fieder kam auf die Idee. Das ist doch eigentlich was für Blöde, oder? Nee, das ist was für Angler. Vor allem musst du die ja jedes Mal wieder auseinanderbauen. Ich muss nicht drin. Hast du ihn vergessen? Nee. Warum müssen hier so eine kleine Ringe dran sein? Ja, warum denn nicht? So, was machst du heute? Da haben wir doch anscheinend erstmal, oder? Können wir machen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Es ist sehr früh am Morgen. Ja, eigentlich wollten wir eine Nacht machen, aber ich bin gestern aus der Nachtschicht gekommen, wollte mich ein paar Stunden hinlegen und schlafen. Plötzlich hatte ich Zahnschmerzen, musste ich erst mit dem Zahnarzt, Nerv gezogen, tolle Wurst, ganz nach dem Arsch. Ehe ich dann ins Bett gekommen bin, war es dann um 1 und dann habe ich noch ein bisschen geschlafen und da habe ich gedacht, gut, okay, dann machen wir heute keine Nacht, wir gehen morgen früh. So, also sind wir heute früh dann schön in aller Ruhe hier an den Kanal gefahren, machen hier nochmal einen Kurzansitz, alle beide. Lippi versucht hier, wie ihr gesehen habt, mit Spiruline zu angeln und Mais, solange wir noch keinen Köderfisch haben, wenn er einen Köderfisch hat, wird er umswitchen und kleine Wels oder Aal ärgern. Ja, wie gesagt, will halt ein bisschen fiedern, mal gucken, was so geht, ein bisschen kleinen Fisch und noch ein bisschen Motivation tanken. Genau. Weil wir haben es ja mitten in der Woche. Vor allem ich brauche welche. Lippi hat noch Urlaub. Ich habe jetzt meine 2 Tage frei in der Rollenwoche. Tolle Wurst. Echt, das ist voll zum Kotzen. Ja, wenn Sie jetzt wieder die Trolle sehen von Arbeit, könnt ihr die Stahltreppe hochgehen, könnt ihr euch wieder beschweren, dass er über der Arbeit gesprochen hat. Lippi, bastel jetzt mal zu Ende. Ich bin fertig. Du bist fertig? Und ich kann meinen Kaffee dann in aller Ruhe austrinken, endlich mal. Du hast einen Kaffee mit? Ich habe einen Kaffee mit, ja. Ich habe mir Kaffee gekocht. Nee, weil ich habe Latte, also gekocht. Latte Macchiato. Ich möchte auch mal wissen, die Leute, die Kaffee kochen, die das den Latte trinken. Kaffee Latte ist lecker. Ja, ja, trinkt man. Latte Macchiato. Du hast keine Ahnung. Wie kann man so einen Scheiß, ist das wie der, wisst ihr, der trinkt türkischen Kaffee. Also nur Kaffeepulver in eine Tasse geschüttet, heißes Wasser drauf, 7 mal Zückel rein und sagt, Latte Macchiato ist eklig. Jetzt mal ehrlich, wer von uns beiden trinkt das ekligere Getränk? Ey, ich mein glaube Kaffee schmeckt nicht, aber auch nach Kaffee. Dass mein Latte Macchiato eklig ist. Voll daher, Automatenkaffee. Kein Automatenkaffee. Ach, auch bloß zum Aufgießen aus der Tüte. Nein, das ist kein Kaffeeautomat, das ist eine Tassimo, ja? Das ist genauso ein Dreck. Muss ich das jetzt überpiepsen, weil das eventuell als Werbung verstanden werden könnte? Naja, ja. Ich trinke doch eh keiner. Ja, doch. Also wie gesagt, wenn ich Kaffee trinke, türkisch. Oder zur Not, betone ich. Man muss frisch gebrüht. Man muss es aber auch dazu sagen, er nennt das türkischen Kaffee. Also jeder Türke, der das jetzt sieht und denkt, es wäre den Kaffee, den er trinkt, ist weit davon entfernt. Das ist türkisch-ostdeutscher Kaffee. Normaler Bohnenkaffee, heißes Wasser drauf, fertig. Ja, und so was seift der. Früher haben sie den zweimal aufgegossen. Kaffee war früher teuer. 250 Gramm, 8 Mark und 95 oder Ostmark. So. Ostmark. Ja, und Mark. Ich rede davon DDR-Mark. Ostmark. So. Tja, und 250 Gramm ist nicht viel gewesen. Da haben sie es eben halt zweimal aufgegossen. Aber andersrum, wenn du das durch eine Filtertüte laufen lässt, ist es nichts anderes. Ja, ist richtig, aber dann habe ich die Wasserflöhe nicht in der Tasse. Brauchst du auch nicht. Das Wasser heiß genug ist, sind die Flöhe unten auf dem Boden. Mhm.
Es sei denn, man ist gierig nach Kaffee. Ja, nee. Wir kennen die Story alle, ich weiß. Ich glaube, das kann ich mir noch in 200 Jahren anhören. Wenn ich dann schon im Kryoschlaf gewesen bin und wieder aufgewacht und der neben mir auch aufgetaut wurde, so, weißt du noch, mit dem türkischen Kaffee? Den nehme ich mir das Grab. Du Arsch. So, komm hier, angeln. Es kann nur fangen, wer auch Fisch so gut im Wasser hat. Alter, ich bin der Fiederrute. Alter, sieht das geil aus. Du mit einer Fiederrute. Oh, Alter, wenn du jetzt einen Haken vom Ass fängst, fällst du doch besser. Nee, ich will ja keine fangen. Ah, okay. Gucke, wie toll das geht. So, jetzt warte ich. Ist was weiß. Mhm. Geht hier runter. Haken dran. Die Schnur geht runter. Jetzt, gucke, gucke. Morgen, wie lange? Es geht ja auch weit runter. 10 Meter. Ja, 5 Meter. Und jetzt ist Feierabend. Alter, also, die war ganz schön gefährlich. Ja, hier fällt die Eichel auf den Kopf. Ja. Libby, guck mal. Wo ist derselben Scheiß, hab ich auf mein Handy hoch. Alter. ja, es ist seltsam, weil heute genau vor einem Jahr haben wir das Video online gebracht, wo wir genau hier angeln waren. Und jetzt sitzen wir ein Jahr später wieder genau an derselben Stelle. Ja, bloß vor einem Jahr war es ein Wochenende, ne? Vor einem Jahr war es ein Wochenende, für mich ist ja auch Wochenende momentan. Für mich auch. Jo. Ich würde mal sagen, der Dirk hat sich entschneidert. Was für eine Sprotte. Hey, aber mein selbstgemachter Brotteig hat's gebracht. Siehst du? Hast du aber Schlangen. Schon viel ausgeglichener als meine. Ich war weniger angeln. Mhm. Ja, siehst du mal, ich trage es aber mit Sport und mit Stolz. Ja, ich mit meinem Kopf. Nee, wie es mir gerade eingefallen ist, es war ja auch letztes Jahr um die Zeit, wo wir die Idee hatten mit dem Hauptsache es schmeckt. Mhm. Das heißt? Müssten wir wieder was machen. Ne? Da waren wir ja im Hausgewässer gewesen und haben dann das Rekordgericht mit dem Wels gekocht. Mhm. So, ich war ja gestern Abend noch beim Mitch an der Saale und habe mir bei ihm einen Küchenwels abgeholt, einen knappen Meter. Hab den dann die Nacht noch zerlegt bis um 1, hab den Küchen fertig gemacht und diese ganzen Sachen, was so die kleinen Schnipsel und sowas, und das habe ich heute mitgebracht. Da wollen wir uns heute Bandnudeln mit einer mit dem Wels in Butter gebraten, mit Petersilie, Rosmarin und Knoblauch und das dann über die Tagliatelle drüber. Ich denke mal, das sollte eigentlich ganz gut schmecken. Geil! Lippi hat noch ein bisschen Milch dran gemacht, weil wir keine Sahne haben. Sehr, sehr lecker. Weil Wels schmeckt nicht wirklich so wie Fisch, weißt du? Das ist, man so ein bisschen machen kann, ne? Ein bisschen Knoblauch, ein Stückchen Butter, Rosmarin, Petersilie, Salz, Pfeffer. Fertig. Mega lecker. Ein Schluck Milch, damit es auch weiß ist. Mhm. Okay. Ich schalte es lieber weg, sonst fangen die Abonnenten an zu sabbern. Ja. Schmeckt echt geil. Das war verdammt lecker. Langsam kriege ich Hunger.
Soll ich dir mal was sagen? Du hast nur den Gulasch mit. Ja. Aber dass du auch mit dem Wels machen kannst, was du willst. Das ist ein Fisch, den, wenn du den zubereitest, der dir nichts übel nimmt. Nee. Nein, du kannst jetzt mal ohne. Ich weiß, Wels hat keine Kreten. Das ist eigentlich das Leckerste, was es überhaupt gibt am Fisch. Weil für alle, die sagen, ich esse keinen Fisch, weil da sind Kreten drin, esst Wels. Und Wels sind auch keine Kreten groß drin. Schön mit Linsen. Wels mit Linsen? Ja, siehst du, jetzt geht's wieder los. Jetzt fragt er. Okay, es wird Zeit, dass wir einen Wels fangen. Alles frisch gekocht, alles frisch gefangen, alles frisch zubereitet. Ja, ja. Schon klar. Das Fleisch ist von der Ente. So, da haben wir das Rotauge Nummer 3. Es geht vorwärts, wir stehen im Fisch. Je! Yeah. So, dann haben wir es, das Rotauge Nummer 4. Ja? Also, wir hatten jetzt eine ganze Zeit lang keine übelste Beißflaute drin, da ging gar nicht. Aber jetzt nehmen sie die Köder wieder an. Ja, wie gesagt, Größe wie die anderen auch, aber hey. Ich bin glücklich, dass wir jetzt ein bisschen was fangen. Und du gehst wieder zurück. Oder? Willst du mitnehmen für die Fischsuppe? Okay. So, das war's dann für heute. Bis auf die Senke voller Miniaturfische und den 4 Rotaugen ist nichts mehr gekommen. Ist auch nicht schlimm. Ist auch nicht schlimm, nö. Wir waren mal draußen wieder. Wir haben das letzte schöne Wetter genutzt jetzt. Ja. Wir hatten eine schöne Zeit. Lecker gegessen, danke Lippi. Viel gelacht. Satt geworden. Bedanke mich nochmal. Ja, natürlich bin ich satt geworden. Ja, ansonsten gucken wir, ob wir diesmal noch groß zum Angeln kommen. Wie viel wir noch schaffen, werden wir sehen. Ob wir dann noch Videos machen können, werden wir auch sehen. Werdet ihr dann sehen. Aber ansonsten würde ich sagen, war es ein gelungener Tag heute. Können Sie sich beschweren. Fahren jetzt nach Hause. Morgen wieder die Frühschicht. Außer Lippi, da darf man morgen ausschlafen noch. Der kann die ganze Woche noch ausschlafen. So, und dann schauen wir, wie es weitergeht, gell? Und dann seid ihr natürlich wieder dabei. Bis dahin, sagen wir mal, tschüss. Das wird aber noch was kommen. Denke ich mal schon, die Spitze am Wochenende, glaube ich, wird noch ein Video werden. Schauen wir mal.